Ich will jetzt nur noch ganz schnell raus aus den Klamotten und mich flachlegen lassen und nicht mehr nachdenken. Ja? Ich bin meditativ. Ich warte jetzt darauf, dass ich weggefilmt werde. Im Glitzer Janka mit der Limo in die Klinik. Tja, Herr Glöckler ist halt kein Kassenpatient. Morgen. Guten Morgen. Ich hoffe, dass ich einen Anästhesisten habe und keine Anästhesistin. Ach halt, du bist in guten Händen, ob die Anästhesistin... Doch, das wäre schön. Ich möchte jetzt von einem Mann da befummelt werden. Wenn der andere, der Assistent, sich auf mich drauflegen würde, das könnte mir auch gefallen. Endlich kann er wieder lachen. Wenn Sie die Grete morgens telefonieren, ist sofort die Laune oben, oder? Ich bin eigentlich morgen gar nicht für so viel reden. Eigentlich gar nicht, aber so mit Rita geht es ganz gut, weil da können wir immer lachen. Und jetzt ist auch so ein bisschen Ablenkungsmanöver gerade. Gleich sind alle Ängste weg. Dann liegt er nämlich in Vollnarkose. So, ab zum Herrn Professor. Guten Morgen. Hallo. Ich bin hier in unserem Haus. Na, danke schön. Das ist einfach langweilig, oder? Keine Ahnung. Aber wird ja irgendwie angezeichnet sein im Aufzug. Weltage ganz oben. Natürlich, wo Herr Glöckler ist, ist immer oben. Verwaltung ist hier. Hä, wo ist denn das Empfangskomitee? Kein Star, wie bitter. Guten Morgen. Morgen. Ich hoffe, ich bin richtig hier. Herr Dr. Belletage ist hier, oder? Auch, aber die OP-Räume sind unten in der ersten. Dann fahren wir wieder runter. Okay, danke. Der Maestro ist leicht angefressen. Ein Modefürst kann doch wahrlich mehr erwarten. Dann wahrscheinlich schon Suchtrupp losgeschickt jetzt. Das fängt schon mal gut an. Endlich das richtige Stockwerk und ganz allein gefunden. Jetzt sind es nur noch wenige Meter bis zum OP-Tisch. Ich will jetzt nur noch ganz schnell raus aus den Klamotten und mich flachlegen lassen und nicht mehr nachdenken. Ja? Sie sind ein bisschen? Also um Ihre Hand? Natürlich ist man angespannt und man ist nervös und hat auch Respekt vor so einer Operation. Ist jetzt auch nicht ohne. Jede Operation birgt ja auch Risiken. Und dann ist es ja auch normal, dass man auch ein bisschen flattern bekommt. Ja? Herr Glöckler schlüpft schnell in sein Klinikleibchen. Und dann kann die OP beginnen. Möge der Professor ihm all seine Träume erfüllen. Ist das irgendwie Pause kurz vor der OP? Gar nichts. Nichts. Ich bin meditativ. Ich warte jetzt darauf, dass ich weggefilmt werde. Ja, das ist die Sauerstoffmaske, was ja. Ich Ihnen erzählt habe. Einfach schön weiter tief ein- und ausatmen. Ja, Moment. Zu der Frage von vorher, jetzt freue ich mich, ja? Auf das Ergebnis nachher. Aber ich freue mich auch, wenn Sie jetzt gehen. Ich freue mich aber auch wieder, wenn ich Sie wieder sehe. Wir freuen uns auch, wenn wir Sie hier sehen, Herr ja. Viel Spaß. Tschüss. Weg ist er. Im Wunderland der Pharmazie. Die OP beginnt, ohne dass Herr Glöckler den Ärzten reinquasseln kann. Nachdem wir jetzt alles angezeichnet haben, der Patient ist im OP, die Anästhesistin bringt ihn jetzt in Anästhesieschlaf und wird ihn jetzt intubieren. Dann wird der Patient zuerst auf den Bauch gedreht, weil wir hier die Flanken und Rücken absaugen, um genügend Fett zu gewinnen, auch eine gute Form im Bereich der Flanken zu bekommen. Das Fett aufarbeiten, da hinten der besondere Behälter, der das Fett von der Flüssigkeit trennt. Und dann werden wir die Brust aufmachen damit. Mehrere Stunden lang wird der Facharzt den Modezaren gleich operieren. Dafür gibt's einen genauen Plan. Das hier ist die Anzeichnung. Die Anzeichnung ist im Stehen erfolgt.
Das ist so entsprechend hier natürlich der Fettdicke, wird das so genau angezeichnet, wo man am meisten Fett wegnimmt, in der Mitte und dann zum Rand hin weniger. Ich mache bewusst kein Sixpack, weil wenn man wieder Gewicht zunehmen sollte, dann sieht das aus wie so ein Michelin-Männchen. Und ich finde, das sieht nicht gut aus dann. Und nichts wünscht sich Herr Glöckler sehnlicher beim Universum als einen schönen Luxuskörper für sein neues, freies Liebesleben. So, dann lassen wir den Doktor mal sein Handwerk tun. And I'll come back to you. Während Herr Glöckler auf dem Tisch liegt, trifft seine Herzensfreundin Rita ein für seelischen Support. Also ich freue mich jetzt wahnsinnig, den Harald zu sehen und ich bin riesig gespannt, was daraus geworden ist. Man hat ja so die Vorstellung, wie es aussehen soll, ob es dann auch wirklich alles so sitzt, wo es hingehört. Also ich bin schon gespannt, ja. Nicht nur du, Rita. Alles planmäßig gelaufen, war viel Arbeit, aber ließ sich gut machen. Ich hoffe, dass der Patient zufrieden sein wird. Wir können ja mal einen Blick machen. Sehr gerne. Allein schon, um Herrn Glöckler mal so still und ruhig zu erleben. Noch weilt der Meister im Nirvana. Komischerweise, die linke hat mehr gebraucht als die rechte. Wir haben versucht, eine Skulptur reinzubringen, so was man nach hartem Training im Fitnesscenter sonst erhält, haben wir jetzt mit Liposuktion, also mit Fettabsaugung, versucht nachzubilden. Herr Glöckler verfügt jetzt also über ein Muskelpaket, das gar nicht aus Muskelfleisch besteht. Aber das passt schon. In der Mode kommt es ja generell vor allem auf den Look an. Ein bisschen darf er noch vor sich hin dämmern, dann beginnt ganz sachte seine Wiederauferstehung. Alles gut gegangen. Haben Sie denn Schmerzen? Nein, ja. Super. Ich habe am Ende ein bisschen lokale Betäubung da reingespritzt. Eine, die lange anhält, damit Sie nicht so Schmerzen haben. Alles ging gut. Alles Fett, was wir gewonnen haben, haben wir reingegeben. War eigentlich alles so wie geplant. Ich möchte jetzt Sex. Nein, möchte ich nicht. Ich habe so ein kleines bisschen Brennen im Körper. Ja, das ist normal. Ja. Der Verdünner, da musst du aufpassen. Geht das so? Ja. Verdünner. Ja? Verdünner muss man aufpassen. Der ist on fire, ja. Ja? Ja, ja. Der liebt mich auch sehr. Ist ein lieber Mensch, ja. Ja, finde ich auch. Aber der Herr Glöckler auch. Das muss jetzt mal gesagt sein. Die Titten sind dran, ja. Deutlich größer. Also Männertitten, nicht Frauen. Ja, nein. Das wollen Sie ja nicht. So weit sind wir noch. Nee, das brauchen Sie auch nicht. Nee. Genau. Die Damenbrüste machen wir erst in der nächsten Staffel. Versuchen Sie mal ein bisschen zu schlafen. Ich bin jetzt. Ihnen sehr dankbar. Sehr, sehr gerne. Sehr dankbar, ja. Alles Gute, bis später. Ich komme jetzt zu mir langsam, aber ich bleibe liegen. Bitte, unbedingt liegen. Ja? Oh. Zum Glück kommen Freundin Rita und Assistent Daniel und helfen mit, dass der Maestro liegen bleibt. Ein Job, um den sie keiner beneidet. Hallo. Alles klar. Aufgewacht. Ja. Es brennt ein bisschen, aber bei mir brennt schon jahrelang unten. Ja. Ich weiß. Nein, ich glaube, das ganz schön georgisch. Ja, hat er bestimmt, klar. Muss ja alles weg. Sonst hast kriegst du ja gemacht. Keine Titten. Ja. Du weißt ja, wie es ist, ne? Morgen sieht die Welt schon ein bisschen besser aus und übermorgen noch besser und dann rennst du schon wieder. Und dann gucke ich die Titten an. Oh ja. Klar hat er jetzt noch Probleme, Schmerzen und so weiter. Das ist ja frisch nach der OP. Gar kein Thema. Aber für das und so langsam kommt er ja auch wieder ins Denken und klar reden, ne? Und das ist doch ein gutes Zeichen. Und er kann auch schon wieder Witze machen. Pass auf, der Bardella will zu mir ins Bett. Ich hab schon gehört. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Nee. Das denke ich. Den halten wir auf Abstand, ja? Alles. Der muss.
fern bleiben. So zart und kuschelig war Herr Glöckler bisher nie. Das ist doch mal eine angenehme Nebenwirkung. Hoffentlich die einzige.